Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Gnadl gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, uns tut es ganz gut, wenn wir in dieser Debatte tatsächlich auch mit einem differenzierten Blick an den Gesetzentwurf und an die derzeitige Lage in den hessischen Kitas herangehen und uns noch einmal auch anschauen, was tatsächlich vorgelegt wurde und in welcher Situation wir uns befinden. Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel in den Kitas. Und das ist, und da sind wir auch bei der Kritik von FDP und LINKEN auch bei Ihnen, das ist auch ein Versagen von CDU und GRÜNEN hier in Hessen. Es wurde in der Vergangenheit nicht gegengesteuert und wirksame Maßnahmen ergriffen, um die Ausbildungs- und die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass das Berufsfeld attraktiver wird. Dazu haben wir in den letzten Jahren viele Vorschläge gemacht, von der Abschaffung des Schulgeldes über finanzielle Anreize auch für die Ausbildung auch in der vollzeitschulischen und teilzeitschulischen Ausbildung. Wir haben Anregungen gegeben zum Thema der Qualitätsentwicklung und der Fachkraft-Kind-Relation. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir eine andere Finanzierung auch der frühkindlichen Bildung hier in Hessen sehen und die Notwendigkeit dafür sehen. Das alles wurde versäumt und nicht gemacht. Und jetzt stehen wir letzten Endes vor einem großen Scherbenhaufen. Und das geht insbesondere zulasten der Kinder, der Eltern und der Beschäftigten in den Kitas. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss man schon überlegen, was ist eigentlich das Gesamtkonzept? Wie wollen wir frühkindliche Bildung den Stellenwert in Hessen geben, der notwendig ist, damit eben Kindern auch die gleichen Chancen zur Entwicklung hier in Hessen gegeben werden? Und dass wir eben nicht dauerhaft auch regionale so große Unterschiede haben und es eben davon abhängig ist, in welcher Kommune ich aufwachse, wie die Kitas entsprechend dann ausgestattet sind. Wir müssen uns aber auch fragen, neben einer Gesamtkonzeption, was wir neben langfristigen Maßnahmen, und da habe ich ja einige schon aufgezählt, auch die Aufstockung der Ausbildungs- und Studienkapazitäten wären da aus unserer Sicht notwendig, was neben diesen langfristigen Maßnahmen an kurzfristigen Maßnahmen wir in Hessen ergreifen wollen. Und da ist mir das, was FDP und LINKE hier heute erzählt haben, das ist mir einfach zu wenig an der Stelle, weil sie machen keine kurzfristigen Vorschläge, wie wir jetzt in dieser Situation mit dem Fachkräftemangel umgehen. Wir haben rund 27.000 fehlende Kitaplätze in Hessen. Und wir müssen auch an die Kinder denken, die im Moment in Hessen überhaupt kein Bildungsangebot in der frühkindlichen Bildung haben. Und auch hierfür müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und da können wir eben nicht darauf warten, auf diejenigen, die sich in der Ausbildung befinden oder die wir mit besseren Ausbildungsbedingungen auch für die Ausbildung gewinnen wollen, weil die durchlaufen ja dann noch eine Ausbildung und es dauert Zeit. Die Kinder brauchen aber jetzt haben jetzt einen Betreuungs- und Bildungsanspruch und nicht erst in 5 Jahren. Und deswegen kann ich nur dazu raten, tatsächlich das, was vorgelegt wurde, sich noch einmal differenziert anzuschauen und zu schauen, welche Möglichkeiten wir darin auch sehen, auch Übergangslösungen zu schaffen, um diesem Bildungsanspruch der Kinder, die im Moment keinen Kita-Platz haben, auch den zu verwirklichen. Das ist aus unserer Sicht
Ich finde, das darf man jetzt auch nicht zu euphorisch sehen, ja? Als ob jetzt mit dem Gesetzentwurf, der heute vorgelegt wurde, grundsätzlich alle Probleme im Kita-Bereich lösen lassen. Also da bin ich doch sehr skeptisch. Und ehrlich gesagt war ich auch etwas irritiert vom Sommerinterview des Ministerpräsidenten mit Sat.1, der zu dem Thema gesagt hat, ich prognostiziere, dass das wirklich ein Modell für die Zukunft ist. Er ist jetzt nicht anwesend, aber das war schon ein Stück weit verräterisch. Also wenn ich sage, das ist jetzt mein Modell der Zukunft, ja, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, also das ist ja auch begrenzt, die Möglichkeiten, die man dann hat. Und das machen wir ja auch in unserem Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf deutlich, dass wir weitere Maßnahmen ergreifen müssen, damit es eben nicht zu einer Entprofessionalisierung in der Kitas führt. Weil wir ja auch die Bedenken, die auch das Bündnis formuliert hat aus Gewerkschaften und dem Kita-Fachkräfteverband, weil wir die Bedenken ja auch durchaus teilen und sagen, wir müssen einer Entprofessionalisierung entgegentreten. Deswegen haben wir die Vorschläge gemacht, erstens, dass wir ein vom Land gefördertes Qualifizierungsprogramm brauchen und die Träger eben nicht damit alleine lassen dürfen, dass wir zweitens auch Praxisanleitung, Zeit für Praxisanleitung in den Kitas brauchen, weil auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger brauchen die Praxisanleitung von Fachkräften in den Kitas. Und dass wir drittens diese Maßnahmen evaluieren müssen, auch beständig evaluieren müssen, um zu schauen, ob es zu einer Verschlechterung in der frühkindlichen Bildung kommt, wie von einigen jetzt im Moment an die Wand gemalt, oder ob darin auch Vorteile und positive Entwicklungen bestehen. Dafür bedarf es aber einer tatsächlichen Evaluierung. Und wir haben auch gesagt, wenn es um die Anerkennung auch von Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geht, dann brauchen wir da eine zügige Anerkennung und können das nicht irgendwie Monate hinziehen. Da haben wir ein bisschen Bauchschmerzen auch mit den Formulierungen im schwarz-grünen Gesetzentwurf, dass das durch das Nadelöhr des Ministeriums dann möglicherweise ein halbes Jahr oder länger dauert, so wie wir es auch bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen hier im Moment in Hessen haben. Deswegen haben wir da auch einen Änderungsantrag dazu gemacht. Und ich will nur dafür werben, ich komme zum Schluss, ich will nur für diesen Änderungsantrag werben, für eine differenzierte Haltung in der Debatte und auch noch einmal einen Blick in die Zukunft wagen und sagen, wir müssen die frühkindliche Bildung anders ausstatten und damit auch die Kommunen, damit es nicht zu einer Abwärtsspirale kommt, brauchen die Kommunen eine andere Betriebskostenfinanzierung seitens des Landes, damit Betreuungsplätze, Zeiten, Qualität und auch das Thema der Gebührenbefreiung nicht an der Haushaltslage einer Kommune davon abhängig ist, sondern wir gleiche Verhältnisse in Hessen auch flächendeckend schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Gnadl. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Anders gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben derzeit einen massiven Mangel an Fachkräften in den Kitas, und das überall in Deutschland. Und deswegen brauchen wir dringend kurzfristige Maßnahmen. Und mit dem heutigen Gesetz, das wir auf den Weg bringen, bringen wir die richtigen Maßnahmen auf den Weg. Und mit diesen Maßnahmen zeigen wir Verantwortung, weil wir wissen, dass viele Verantwortliche, Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten oder auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, gerade vor Ort vor der Entscheidung stehen, ob sie Kita-Gruppen vorübergehend schließen, ob sie Öffnungszeiten kürzen, weil ihnen schlicht das Personal fehlt. Und dann sind da Eltern, die seit Monaten auf einen Kita-Platz warten und keinen finden. Da sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort, die tolle neue Kitas gebaut haben, mit Landesförderung übrigens, aber kein Personal finden, um Gruppen zu eröffnen. Und genau deswegen übernehmen wir Verantwortung. Deshalb ergreifen wir in Hessen vielfältige Maßnahmen,
um diesem Problem zu begegnen. Und da ist zum Beispiel die praxisintegrierte vergütete Ausbildung, die wir hier auf den Weg gebracht haben und ausgebaut haben, ein wichtiger Baustein. Und das machen wir, weil wir eben für alle Kinder in Hessen frühkindliche Bildung wollen. Und genau in dem Punkt unterscheiden wir uns von der FDP. Denn Herr Rock, wie schon in den letzten Reden, haben Sie auch heute wieder nichts dazu gesagt, wie Sie den Kindern Bildung und Teilhabe ermöglichen wollen, denen aktuell gar kein Kita-Platz angeboten werden kann. Und es ist ja nicht so, dass nicht die Kommunen auch alles Mögliche dafür tun, um ausreichend Plätze anzubieten. Aber es ist das Personal nicht da. Corona hat es auch noch einmal verschärft. Und natürlich kann ich mir immer mehr und immer besser ausgebildetes Personal wünschen. Aber es ist nun einmal nicht da. Und wenn man das nicht anerkennen will, dann ist es schlicht Realitätsverweigerung. Und gerade nach Corona übernehmen wir Verantwortung für die Kinder, die eben gar keinen Platz haben. Denn Kinder brauchen für die Entwicklung den Kontakt zu anderen Kindern, und sie brauchen Angebote der frühkindlichen Bildung. Und die FDP sagt besonders hohe Qualität, aber eben nicht für alle. Wir sagen, wir wollen Qualität für alle Kinder in Hessen. Und deswegen jetzt diese Gesetzesänderung. Und das ist auch keine neue Erfindung von Schwarz-Grün, sondern statt bisher 15% Personal, was nicht originär als Erzieherinnen ausgebildet ist, erhöhen wir diesen Anteil, und statt 15% können nun 25% mit anderen Ausbildungen und einem niedrigeren Qualifikationsniveau in die Kita kommen. Und deswegen kann diese Person noch lange nicht alleine eine Gruppe leiten. Sie kann auch keine Kita leiten. Und wie sie bezahlt wird, wird leider nicht hier in diesem Haus entschieden. Das wissen Sie auch. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Differenzierung von den Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten vor Ort vorgenommen wird. Es gab ja lange die Diskussion über 8b. Und ich bin mir ganz sicher, dass die niedriger qualifizierten Personen nicht in 8b eingruppiert werden. Aber es werden die Personen vor Ort entscheiden, weil wir im Land Hessen leider keine Erzieherinnen eingestellt haben. Und vielleicht noch einmal, um deutlich zu machen, um welche Personen es sich handelt. Es sind Personen, die schon Erfahrung haben im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung. Es sind Personen, die sich mit 160 Unterrichtsstunden weiterbilden müssen. Sie müssen einen Bezug zum Profil und zum Konzept der Kita haben. Sie brauchen eine Einzelgenehmigung des Jugendamtes, und sie brauchen mindestens einen Realschulabschluss sowie eine abgeschlossene Ausbildung. Und das macht sehr, sehr deutlich, dass nicht eben irgendwer in die Kita kommt, sondern ich habe das Vertrauen, dass die gut ausgebildeten Leitungskräfte in unseren Kitas diese Entscheidung, wen sie da einstellen und wer in die Kita zu ihnen passt, dass sie die sehr differenziert auch abwägen können. Und Sie reden ja immer wieder davon, dass die Qualität abgesenkt würde und dass wir die Qualität damit senken mit diesen Personen, die wir jetzt in die Kitas reinlassen. Da wissen Sie anscheinend nicht, dass ganz viele von denen jetzt auch schon in Kitas sind. Aber Sie wissen auch nicht, dass das Gesetz schon seit jeher sowieso auch Akademikerinnen und Akademikerinnen vorsieht. Der Fachkräftekatalog erlaubt es, Kindheitspädagoginnen, Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen einzustellen. Sie sind Teil des Fachkräftekatalogs, und 23% der Akademikerinnen in den Kitas sind hier in Hessen. Das ist die höchste Quote deutschlandweit, und das zeigt, dass wir eine hohe Qualität in unseren Kitas jetzt schon haben.
Und ich bin sehr, sehr froh, dass die vielen Erzieherinnen und Erzieher, die eben nach ihrer Ausbildung, und auch deswegen sind eben nicht alle sofort dann in der Kita, sondern sie gehen nach ihrer Ausbildung weiter auf die Fachhochschule. Das ist auch gut so, und das zeigt ja auch gerade die hohe Quote von 23% Akademikerinnen in hessischen Kitas, zeigt ja, dass sie auch zurückkommen und dass sie sehr wohl gerne in unseren Kitas arbeiten. Es ist wichtig, dass wir diese Multiprofessionalität auch fördern. Und das zeigt ja auch zum Beispiel eine schriftliche Stellungnahme unserer ehemaligen Kollegin Frau Strube, die nun Bürgermeisterin in Baunatal ist und gerade, genau, gute Frau, genau hier ansetzt. Sie will nämlich gerade nach Corona Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in ihren Kitas einstellen, weil nämlich gerade der Bewegungsmangel ein großes Problem ist, weil Bewegungsmangel eben dazu führt, dass Kinder Schwierigkeiten haben mit der Bildung und mit ihrer Entwicklung. Und deswegen zeigt das, glaube ich, sehr deutlich, dass Multiprofessionalität in den Kitas dringend geboten ist. Das Gesetz ist befristet für die nächsten 2 Jahre. Dann wird es sowieso evaluiert, und wir werden in 2 Jahren wieder hier stehen. Und deswegen ist das eine kurzfristige Maßnahme. Ich habe keine einzige Maßnahme gehört, die eine kurzfristige Entlastung in die Kitas bringen könnte. Weder von der FDP noch von den Linken habe ich die gehört. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir dieses Gesetz heute auf den Weg bringen für eine Entlastung in den Kitas, so damit auch alle Eltern und alle Kinder sicher sein können, dass ihr Kind in den hessischen Kitas gut aufgehoben ist. Danke sehr, Frau Anders. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Rock gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Anders! Es fällt mir schon schwer, das ernst zu nehmen, was Sie sagen, weil Sie haben seit 10 Jahren regiert und jetzt ganz kurz vor einer Landtagswahl, wo das Problem wirklich ganz, ganz groß ist, kommen Sie mit einer Lösung, die ganz genau im konträren Widerspruch steht zu dem, was Sie in der Schule machen. In der Schule sagen Sie, wir brauchen mehr Qualität, da müssen wir mehr bezahlen, da müssen wir die Leute besser bezahlen. Bei der Kita sagen Sie, nein, da machen wir es anders, da ist der Druck so groß, da machen wir es eben nicht so, da zahlen wir sie eben nicht besser, sehr geehrte Damen und Herren. Warum machen Sie da einen Unterschied? Wir brauchen mehr Geld für die frühe Bildung, damit wir besser bezahlen, damit wir mehr gute Fachkräfte bekommen können und nicht weniger bezahlen, weil dann kriegt man nicht bessere Fachkräfte. Diesen Widerspruch lösen Sie nicht auf. Und wer soll denn wirklich glauben, Frau Anders, wer soll denn wirklich glauben, dass Sie sich hier fast 10 Jahre nicht darum gekümmert haben und jetzt kurz vor der Wahl mit so einem Vorschlag kommen, der nicht ausgegoren ist? Und Sie haben doch unseren Antrag gesehen. Natürlich muss man darüber reden, wer kurzfristig die Probleme lösen kann. Kurzfristig. Sie wissen ganz genau, dass ein erheblicher Teil der frisch ausgebildeten Erzieher und Erzieher nach einem Jahr nicht mehr im Beruf ist. Dann kümmern Sie sich doch bitte mal um die Arbeitsbedingungen der Erzieher, dass dann auch mehr im Beruf bleiben. Und dann können wir auch mit gut qualifizierten pädagogischen Kräften das Problem lösen. Und das gehen Sie überhaupt nicht an, sondern Sie machen es schwieriger für die Erzieherinnen und Erzieher, indem Sie nämlich die noch stärker belasten, weil diese Nichtfachkräfte müssen ja gefördert werden, weitergebildet werden, angeleitet werden. Und das alles belastet die Erzieherinnen und Erzieher noch mehr. Am Schluss, liebe Frau Anders, werden Sie weniger Fachkräfte in der Kita haben, als Sie jetzt haben. Und das ist das, was Ihre Politik zu verantworten hat. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Frau Anders, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Rock, ich glaube, Sie haben eine grundsätzliche Sache noch nicht verstanden. Wir vom Land Hessen haben keine Erzieherinnen eingestellt und können sie auch gar nicht einstellen. Wir sind gar nicht Arbeitgeber von Erzieherinnen und Erziehern. Und das ist der große Unterschied zu den Lehrerinnen und Lehrern des Landes Hessen. Und wenn Sie davon reden, dass wir für die Bedingungen in den Kitas
verantwortlich sind, dann sage ich Ihnen einmal, was wir vor 2 Jahren mit der Änderung des HKJGBs gemacht haben. Wir haben den Fachkraft-Kind-Schlüssel erhöht. Wir haben ihn erhöht. Und wenn Sie die ganzen Bildungsstudien so gut kennen würden, wie Sie immer behaupten, dann wüssten Sie ja, dass gerade die Verlässlichkeit und dass gerade die Relation zwischen Betreuungspersonen und Kinder, dass das entscheidend dafür ist, wie Kinder groß werden und ob sie eben in einem sicheren Rahmen verlässlich betreut werden. Das ist die Wahrheit. Augenblick mal, Frau Anders. Wir stoppen jetzt den Dialog, bitte. Und Frau Anders hat das Wort. Wir haben den Fachkraftkindschlüssel erhöht. Und wir haben die Ausbildungskapazitäten auf einem Rekordhoch. Wir haben das Doppelte an Erzieherinnen und Auszubildenden wie vor 10 Jahren. Ich glaube, das zeigt sehr deutlich, dass wir hier nichts in den letzten 10 Jahren verschlafen haben, sondern alles dafür getan haben, dass junge Menschen in diese Ausbildung kommen. Und mit der letzten Änderung des HKJGBs haben wir auch die Leitungsfreistellung und die Anleitungsfreistellung auf den Weg gebracht. Das sind genau die Punkte, die für bessere Arbeitsbedingungen vor Ort sorgen. Und genau das ist doch das Dilemma, Herr Rock, wenn Sie das hier die ganze Zeit reinbrüllen. Sie können es ja nicht machen, genau, weil das Fachpersonal fehlt. Und deswegen brauchen wir kurzfristige Maßnahmen, um mehr Personal in die Kitas zu holen. Das muss qualifiziert werden. Und dann kann der Fachkraft-Kind-Schlüssel auch endlich angewandt werden. Danke sehr, Frau Anders. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will zunächst einmal damit beginnen, über was die Anhörung viel Einigkeit gezeigt hat. Sie hat viel Einigkeit darüber gezeigt, dass wir mehr Menschen brauchen, die sich der frühkindlichen Bildung widmen und die im Bereich der Kindertagesbetreuung arbeiten. Und genau deshalb bauen wir die Ausbildung mit erheblichen Landesmitteln seit Jahren aus. In den derzeit bereits laufenden 3 Ausbildungsjahrgängen fördern wir 1.800 Studienplätze. Im Doppelhaushalt des Landes sind Mittel eingestellt, um weitere 1.400 Plätze zu schaffen. Damit fördern wir insgesamt 3.200 PIVA-Plätze. Und so unterstützen wir die Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen intensiv. Es sind allein 52,4 Millionen € in diesem Doppelhaushalt für 1.400 PIVA-Plätze. Und der Weg, anders qualifizierte Personen für die Kindertagesbetreuung in multiprofessionellen Teams zu gewinnen, der ist nach unserer Überzeugung erfolgversprechend. Und zwar dann, wenn die Rahmenbedingungen dafür richtig gesetzt werden. Und deshalb befürwortet die Landesregierung diesen Gesetzentwurf der Fraktionen, und wir werden seine Umsetzung auch tatkräftig unterstützen. Das ist auch der Grund, warum wir seit Monaten intensive Gespräche mit allen an der Kindertagesbetreuung Beteiligten führen. Und ich will Ihnen gerne vom inzwischen 6. Treffen des Ministeriums mit den Interessenverbänden der hessischen Kindertagesbetreuung zur Qualität vor 2 Wochen berichten. Zu Gast war Herr Prof. Fröhlich-Gildorf von der Evangelischen Hochschule Freiburg, der über seine Forschung zu multiprofessionellem Arbeiten berichtet hat. Herr Prof. Fröhlich-Gildorf hat auf das potenzielle Risiko einer Qualitätsverschlechterung durch die Arbeit mit anders qualifizierten Personen hingewiesen, gleichzeitig aber vor allem die Chancen betont. Wichtig ist, dass das Team ein gemeinsames Verständnis des Förderauftrags entwickelt, dass die Aufgaben klar verteilt sind, dass die gemeinsame Arbeit regelmäßig reflektiert wird und dass Träger und Leitungen für die erforderlichen Steuerungsaufgaben gut aufgestellt sind. Dafür ist ganz grundlegend, dass die Weiterbildung der anders qualifizierten Personen wesentlich gesichert ist. Und darauf werden wir besonderes Augenmerk legen. Die Arbeit in multiprofessionellen Teams gelinge, so Herr Professor, außerdem dann besser, wenn eine Balance zwischen den
anders qualifizierten Personen und dem pädagogischen Personal besteht. Und der vorliegende Gesetzentwurf erfüllt genau diese Voraussetzungen. Er erweitert insbesondere den Personenkreis anders qualifizierter Personen, die als Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder tätig werden dürfen. Aber die Bedingungen für ihren Einsatz, die bisher bereits galten, genau die gelten auch weiterhin. Sie sind als Fachkraft zur Mitarbeit tätig. Das heißt, die pädagogische Verantwortung in der Kindergruppe verbleibt bei den einschlägig qualifizierten Fachkräften. Und der Anteil der anders qualifizierten Personen am Personalbedarf ist auf ein Viertel begrenzt. Sie müssen zum Profil der jeweiligen Einrichtung passen, sie müssen einschlägige Praxiserfahrung mitbringen und sie müssen sich tätigkeitsbegleitend fortbilden. Und, wissen Sie, Herr Rock, Sie haben ja jetzt mehrfach diesen Pappkameraden mit der Grundschulfinanzierung aufgestellt. Wir haben heute früh das hohe Lied der Tarifbindung bei der Aktuellen Stunde der Linken gesungen. Das Land ist hier nicht Arbeitgeber. Die Fragen der Eingruppierung erfolgt im Tarifvertrag. Das ist Trägersache, das entscheidet nicht das Land, und Sie sollten das auch nicht weiter behaupten. Wir begrüßen, dass die Träger von Kindertageseinrichtungen in diesem Rahmen dann mehr Menschen einstellen können, auch wieder eine größere Auswahl zwischen geeigneten Personen haben. Und ich kann Sie, liebe Frau Gnadl, beruhigen. Mein Ministerium wird sicherstellen, dass das im Gesetzentwurf vorgesehene Verfahren zur Feststellung der Eignung transparent und zügig durchgeführt wird, nämlich deshalb, weil das auch ein Element der Qualitätssicherung ist. Und ich kann Ihnen heute auch mitteilen, dass wir die Bedingungen für gutes multiprofessionelles Arbeiten in den Kitas aktiv unterstützen werden. Wir werden dazu noch in diesem Jahr, Stichwort kurzfristige Maßnahmen, ein neues Landesprogramm Starke Teams, starke Kitas mit einem Mittelvolumen von rund 100 Millionen Euro auflegen. Damit begleiten wir den Gesetzentwurf. Wir fördern die Arbeit in multiprofessionellen Teams. Wir entlasten die Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung. Und wir werden den Kitas dafür ein nach Kita-Größe gestaffeltes Einrichtungsbudget zur Verfügung stellen, mit dem Maßnahmen gezielt gefördert werden können, um einerseits die bestehenden Fachkräfte zu entlasten und andererseits neue, auch anders qualifizierte Fachkräfte in die bestehenden Teams zu integrieren. Die Träger und die Kita-Teams können die Maßnahmen selbst auswählen, die für ihre spezifische Situation vor Ort hilfreich sind. Und wir werden diesen Maßnahmenkatalog in einem Dialogprozess mit den Interessenverbänden der Hessischen Kindertagesbetreuung entwickeln. Davon wird selbstverständlich auch die Kindertagespflege profitieren. Außerdem stellen wir zur Unterstützung der Träger bei der Qualitätssicherung und Entwicklung auch weiterhin das umfassende Fortbildungsangebot des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans zur Verfügung. Und wir entwickeln darüber hinaus derzeit konzeptionell zusätzliche Fortbildungs- und Beratungsangebote für Leitungen, Fachberatungen und multiprofessionelle Teams. Das heißt, wir begleiten diesen Gesetzentwurf auf der Qualitätsseite ganz, ganz intensiv. Und, meine Damen und Herren, niemand bestreitet, dass die Kitas trotz dieser Maßnahmen und der finanziellen Rekordunterstützung mit herausfordernden Zeiten konfrontiert sind. Der vorliegende Gesetzentwurf begegnet diesen Herausforderungen aber angemessen. Wir flankieren ihn mit unserem Begleitprogramm, zu dem auch die Evaluation sowohl der gesetzlichen als auch der Fördermaßnahmen gehört. Wir sind mit den Interessenverbänden im dauernden Austausch, damit wir auch mittel- und langfristig die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung sicherstellen. Dieses Gesetz ist dafür ein guter und wichtiger erster Schritt. Und ich freue mich, wenn wir es dann gleich beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Wir sind am Ende der zweiten Lesung dieses Gesetzentwurfs angekommen und starten nun die Abstimmungen. Dazu stelle ich die Beschlussfähigkeit des Hauses fest.
und rufe als erstes den Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen 11380 aus 20 zur Abstimmung auf. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist Bündnis 90 die Grünen, die CDU. Wer ist dagegen? Die AfD stimmt dagegen. Wer enthält sich? Das sind die Linken, die SPD und die FDP. Damit hat dieser Änderungsantrag eine Mehrheit gefunden. Ich rufe auf den Änderungsantrag der SPD 11368 aus 20. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Linken, die SPD. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90, die Grünen, CDU und die AfD. Wer enthält sich? Das ist die FDP und der fraktionslose Abgeordnete Wissenbach. Damit hat dieser Änderungsantrag keine Mehrheit gefunden. Ich stimme nun über den gerade mit dem Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen geänderten Entwurf des Gesetzes ab. Wer dem so geänderten Gesetz die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist Bündnis 90 die Grünen CDU. Wer stimmt dagegen? AfD, FDP, Wissenbach, Linke. Wer enthält sich? Die SPD enthält sich. Dann hat mit diesem Abstimmungsergebnis der Gesetzentwurf eine Mehrheit gefunden und wird zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des... Entschuldigung. Augenblick, Entschuldigung. Drücken Sie mal. Ja. Ah, Herr Präsident, noch eine Bitte. Wir hatten den Antrag meiner Fraktion mit aufgerufen und wir würden den bitten, den zu überweisen an den SIA. Sie haben sowas von recht. Ich will offensichtlich nach Hause. Der mit aufgerufene Antrag der Freien Demokraten, Drucksache 11397, wird in den SIA überwiesen. Vielen Dank für den Korrekturhinweis.